rote Erdnuss ist verschwunden gegangen. Ich habe keine Ahnung, wo sie jetzt ist. Sadly. Aber ich habe einen neuen besten Freund, den Radierer, gefunden. Dieses Buch. Es ist Englisch. Warte, ich muss andersrum reden. Es ist richtig rum. Ich habe 3 von diesen Büchersets. Also da hast du immer 3 Englisch aneinander geklebt, aber ich ziehe die dann auseinander und tue die Bücher einzeln weg gerade hier. Liegt voll gut in der Hand und so. Habt ihr einen großen kleinen Liebling von Radiergummis? Wie ich schon oft genug in Videos erwähnt habe, ich bin lizenzsüchtig nach denen, die einfach irgendeine Special-Form haben. Sei es Tier oder so Alltagsgimmicks oder so ein Scheiß. Keine Ahnung, ich hab da voll den Tick drauf, Alter. Und da ich gerade vergessen habe, das Format zu erklären. PNQ. Die Sprachweise angelehnt an Rock'n'Roll, weil sich das voll cool aussprechen lässt. Und es steht für Prozess und Quatscherei. Man kann auch Prozess und Quatscherei sagen, aber Prozess hört sich halt einfach cooler an. Ja. Also sprich, ich werde dazu labern, aber ihr seht auch, wie dazu das Bild entsteht. Weil ich persönlich halt ganz gern immer so Speedpaints habe, wenn ich irgendwas zeichne. Aber ich würde halt auch ganz gern den Gedankengang dazu wissen. Und deswegen habe ich dieses Format sozusagen für mich gemacht, auch wenn es keinen richtigen Anklang findet. Aber okay, es gibt 2-3 Leute, die das gucken, das reicht mir. Wenn wenigstens immer ein beschissener Kommentar unter jedem Video ist, bin ich schon zufrieden. Ist es egal, auf welcher Social Media Seite ich bin, ich kacke überall ab. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also, erstmal, Digga, was ich mache, ist es so, pff, jetzt mal. Wenn ich rumheule, sieht es keiner so oder juckt es nicht. Gut, auch wenn das im letzten Video nicht beabsichtigt war. Auch wenn ich es schon geahnt habe, was war so. Ja, was halt passiert. Und weißt du, dann dachte ich mir so, wenigstens da kommen dann so 2-3 Kommentare mehr, weil zu dem Thema kann ja eigentlich jeder was sagen. Und das hat nichts mit Kunst zu tun und das habe ich ja auch eigentlich gezeigt. Aber nein. Zurück zum Kunstding. Es ist nachts, samstags. Ich war heute schon wieder fast 8 Stunden schlafen. Nicht schlafen, arbeiten. Oh boy, wo ist die Zeit denn gerannt? Aha. ich habe jetzt nach dem Umzug circa 1 Monat keine Lust mehr gemacht. Und mir ist es dezent schwer gefallen, jetzt überhaupt ein Motiv zu finden, was mich dezent ankotzt. Und so ganz zufrieden bin ich mit ihr jetzt auch nicht. Wobei, die Base mag ich. Aber jetzt, wo ich das Zeug auf sie raufgepackt habe, also ihre Kleidung, also Design, das ist irgendwie so, Aber, bevor ich hier damit anfange, alles nur noch abzubrechen, was meistens immer der Anfang von dem dann ist, mache ich jetzt das zu Ende und dann kann es eigentlich nur besser werden. Und ja, wunderschön aufgeräumt. Ist mir scheißegal. Ich wohne alleine. Wenn es jemanden stört, dann nur mich. Und mich stört es nicht. Okay. Los geht's. Ahoi. Ich habe davor angefangen, ein anderes Bild zu machen, weil ich eigentlich erstmal was für mich machen wollte, bevor ich wieder für andere zeichne, nachdem ich jetzt wegen Umzug halt knapp einen Monat nicht mehr richtig gezeichnet habe. Also zumindest keine Lust. Aber es dachte sich so, fuck you. Rubbelkrepp, was soll ich dazu sagen? Also ich habe zwar dann gemerkt, dass ich am nächsten Tag die Scheiße abbekommen habe und danach, dass das Papier darunter nicht so angegriffen war. Aber es gab halt trotzdem schon 2-3 Stellen, die jetzt echt beschissen aufgerissen waren. Dann habe ich angefangen zu curlen und dann war so, nee,
weil scheiße aussieht, sieht scheiße aus. Ich weiß noch nicht, ob ich da altes sozusagen Videomaterial hier mit reinhaue, aber ja. ich weiß nicht warum, aber mein Gehirn vergibt mir gerade zu verstehen, Bitch, die nächste Elo, die du machst, die muss irgendwas mit Perspektive zu tun haben, ansonsten piep ich dich. ich weiß nicht, es ist irgendwie so, es muss irgendwas mit Perspektive sein, ansonsten ist mein Denkplatte irgendwie um nicht zufrieden. Weil, keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Es ist nervig und anstrengend. Aber ja. Ich habe jetzt ein bisschen Vogelperspektive bei der Eulen drin. Ich sag's mal so. Ich sehe, es ist nicht perfekt. Aber ich weiß auch nicht, wie das besser ginge. Ich habe schon wieder in ein schlaues Büchlein geguckt, wie ich das machen könnte, aber ich bin anscheinend zu dumm für die Hilfsdinger. Und da die Person, der das Bild dann gehört und bekommt, zufrieden ist, war es das so. Und kurz nochmal zur Perspektive. Da sie im Prinzip nur da steht und ihre Magie zeigt, sie kann alle Elemente beherrschen, soweit ich das richtig verstanden habe. Wem der Charakter gehört und somit designt hat, verlinke ich euch unten dann in der Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Und jedenfalls war dann deswegen so, wenn ich den von oben mache mit dem Hut, dann hast du ja kein wirkliches Gesicht, also Großteil verdeckt. Das macht das schon interessanter und wenn sie dann auch noch mit ihren Armen groß so irgendwas macht, macht bestimmt mehr her und deswegen war das dann doch ganz vorteilhaft, da die Vogelperspektive zu nehmen, die, wie gesagt, es ist nicht perfekt, niemals, aber ich finde, es kann sich sehen lassen. So. Und ganz ehrlich, ich mag am meisten ihre Hände, gerade ihr Robo-Arm, der hat es mir echt angetan und ich muss sagen, das war auch der Hauptgrund, warum sie mich einfach gereizt hat. Ich zeichne gern Prothesen. Ich weiß nicht warum, aber es ist, ich habe da langsam so einen kleinen Schimmel drin. Ja. Und ansonsten wird das heute ein eher ruhigeres Lava-Video, vor allen Dingen Background-Musik, weil ich nicht wirklich viel da zu reden habe. Sorry, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Es gucken eh nicht so viele. Aber ich hoffe trotzdem, die es sich antun, gefällt es halt, ne? Und am Ende, wer bis zum Schluss gucken mag, es gibt noch ein kleines Wohnungsupdate. War danach das mit festzuhalten und yo. Preview.
Also, ich habe ja auch schon an meiner Ausbildung gearbeitet und habe ja auch so ein paar Sachen für den Haushalt gemacht. Zum Beispiel Großeinkauf war immer mein Part und halt auch Kochen. Und ja, ich gebe es zu, sehr viel mehr mache ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich wahrscheinlich halt nur einmal die Woche, maximal zweimal, wenn ich mal voll habe. Weil irgendwie fühle ich mich derzeit so tot. Oh, das ist abartig. Ich meine, hätte ich mich jetzt wirklich zusammengerissen, hätte ich einfach in diesem Tag so den Charakter mit den Copies komplett fertig machen können und dann nächsten Tag noch ein, zwei Effekte und dann wäre ich fertig gewesen. Aber boy, ich bin tot, ey. Das geht gar nicht. Warum ist das so anstrengend? Ich meine, klar habe ich mir gedacht, dass es jetzt nicht nur einmal Fingerzeig ist und dann ist deine Wohnung fertig. Natürlich hat man da zwei, drei Aufgaben mehr, wenn man auf einmal eine ganze Wohnung allein stemmt. Aber es war auch den einen Tag, ich bin nach Arbeit einkaufen gegangen, weil ich muss für meinen Teil immer nur eine U-Bahn-Station eher aussteigen. Dann gehe ich einmal kurz ein paar Meter nach hinten zum Lidl. Und dann gehe ich halt die Straße vor, kann da Geld abheben, Friseure, wenn ich mir irgendwas Fertiges kaufen will, weil ich keinen Bock habe, einzukaufen. Also, das ist wirklich meine reine Einkaufsstraße. Und ich bin halt jedenfalls, muss man den Tag länger machen, ich glaube, das war ein 10-Stunden-Tag. Dann kam ich halt nach Hause, habe eingekauft, habe Essen gemacht, habe mich hingesetzt, kurz gegessen, meine Sportübungen gemacht. Gefühlt 5 Minuten nur gesessen, dann auf die geguckt, so und so. Scheiße, ich muss jetzt schon wieder schlafen. Hingehauen.
Und dann hatte ich den nächsten Tag auch eigentlich Zeit. Also ich hatte frei den Abend, eigentlich den nächsten Tag, aber ich sage mal, ich habe den Abend frei, weil dadurch, dass ich ja nur mal 2 Uhr aufstehe, das ist halt dann vor allen Dingen für mich der Abend frei. Weil ich dann nicht, oh, du musst ja früh raus, du musst jetzt schlafen gehen, sondern du kannst so lange wach bleiben, wie du willst. Was aber jetzt inzwischen auch echt nicht mehr lang ist. Weil ich sagen muss, ich habe ja gestern, ja, da kam ich Samstag, jetzt Samstag von Arbeit, und ich habe auch wirklich lange überlegt, okay, machst du heute meinen Mittagsschlaf mal wieder oder lässt du es einfach wie sonst auch immer? Das war so, nee, nee, du machst es mal heute. Und ich habe zwar ein Stück gebraucht, bis ich dann letztlich eingeschlafen bin, aber es hat sich jetzt nicht so falsch angefühlt, sage ich mal. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber ich habe so ewig gebraucht, bis ich endlich mal eingeschlafen bin. Ich glaube, es war ein Fehler. Ich glaube, ich hätte das nicht machen sollen. Also eine Kollegin von mir, die macht halt zum Beispiel täglich immer Mittagsschlaf, wenn sie halt von Arbeit kommt. Ich sag's mal so, ich finde es voll verwunderlich, und weil, ich weiß nicht, ich für meinen Teil habe dann immer extreme Probleme, nachts zu schlafen. Auch wenn ich dann halt den Tag kaputt bin, weil ich merke, du, Bro, dein Körper will mal ein bisschen schlafen. Aber du denkst dir so, Digga, nein, ich habe frei, ich will nicht so früh ins Bett wie sonst, wenn ich arbeiten bin, weil da lohnt sich ja das Frei in dem Sinne gar nicht. Ich kann keinen Mittagsschlaf. Das konnte ich nur zwangsweise in der Ausbildung, wo ich dann dauernd die Drecksnachtschicht hatte, weil es halt nur Nachtschicht gab. Yay. Ein ganz heißer Tipp am Rande: Wenn ihr euren Job aussucht, ich kann keine Nachtschicht empfehlen. Ich kenne auch, ich wollte gerade sagen, keine Sau, aber ich kenne eigentlich nur eine einzige Person, für die das ganz gut ist. Okay, zwei. Es sind bei mir zwei Leute, die ich jetzt in meinem ganzen Leben getroffen habe, die gesagt haben, okay, Nachtschicht ist doch nicht so scheiße, beziehungsweise für mich ist es am besten. Und das sind zwei Lieferer. Einmal für Obst und einmal für frisches Zeug, also Quark, Joghurt, Butter, so ein Scheiß. Wir können zwar da auch rein theoretisch mehr bestellen, was machen wir bei dem anderen. Aber die zwei sind die einzigen, die Nachtschicht wirklich in dem Sinne genießen. Nur, sie sind halt auch, okay, zumindest der eine ist Vater, das weiß ich. Der kommt dann halt nach Hause, wenn alle unterwegs sind, legt sich hin, und dann, wenn er aufsteht, kommen die Kinder wieder, dann kann man was machen. Weil ich so, ich habe noch, als Einzelperson ist das scheiße. Ich meine, meine Freundin, die hat ja auch wie ich Konditorin gelernt, und die hat auch in ihrem Betrieb nur Nachtschicht, und die ist halt jetzt auch immer noch da. Auch nach der erfolgreichen Ausbildung. Klar, es hat den einen Vorteil, dass du nachts nie die Lampen, keine Stromrechnung in dem Sinne hast, weil du bist ja nicht zu Hause, brauchst du kein Licht. Aber es ist trotzdem so für den Alltag eher unvorteilhaft, weil wenn Erledigungen sind, entweder du hast Glück und bist früh genug zu Hause, dass sich das Schlafen lohnt, aber dann kann dir auch dein Körper ganz schnell einen Strich durchrechnen und sagen, Digga, nein, du schläfst jetzt länger. Ist mir scheißegal, dass du dir einen Wecker gestellt hast. Du schläfst jetzt länger. Oder du kannst einfach nur gefühlt gar nicht mehr die Woche schlafen, weil du halt wegen Termin immer früher raus musst und nur so gefühlt 2, 3 Minuten schläfst, bevor du wieder aufstehst. Obwohl es eigentlich mehrere Stunden sind, aber es ist. Angebrochener Schlaf fühlt sich ja halt nicht so geil an. Es ist wirklich auch, wie kann sich da dein Körper nicht? Und ja. Oh, ich habe so lange gebraucht, bis ich mich jetzt an die Frühschicht gewöhnt habe. Und ich habe auf jeden Fall mehr. Aber es ist auch nicht so easy. Also ich gehe halt, wie gesagt, 5 Uhr schlafen. Nee, nicht für wo, Entschuldigung. Ich gehe 19 Uhr schlafen, beziehungsweise versuche ich spätestens pünktlich mich dahin zu hauen. Was auch nicht immer ganz einfach ist.
Und dann stehe ich allerspätestens 2 auf. Eigentlich versuche ich immer 3 Viertel, aber das habe ich dazwischen aufgegeben. Immer 2 Uhr, dann schnell anziehen, nochmal kurz 5 Minuten sitzen, durchgucken, ob irgendwelche wichtigen Nachrichten waren. Zähne putzen, Jacke rüber, auf zur Busstation. Und dann, je nachdem, wie der Bus fährt. Also, wenn ich meinen Bus eher kriege, dann bin ich circa eine Dreiviertelstunde unterwegs, ne? Ansonsten knapp 1 Stunde. Frühs. Und dann stelle ich mich halt 3:30 Uhr ein oder ein paar Minuten vorher. Rein theoretisch, wenn ich pünktlich Feierabend machen würde, wäre es 12 Uhr, aber extrem selten. Also eigentlich nur am Wochenende, auch ein paar Minuten früher oder 1 Stunde oder so. Also wirklich sehr viel eher bin ich auch nicht draußen. Aber ich muss sagen, ich gebe zu, ich mache bewusst lieber Überstunden, weil mit Mindestlohn, es heißt nun mal Mindestlohn, es ist halt wirklich nur das Mindeste, damit du auskommst. Und dann halt lieber mehr Geld auf dem Konto, als wenn nicht es. Aber würde jetzt rein theoretisch auch nichts mehr da sein zu arbeiten, würde ich auch nach Hause gehen, weil bewusst will ich meinen Laden nicht runterwirtschaften, indem ich so lange da bin und sie mich entsprechend bezahlen müssen. Aber ja. Naja, dadurch habe ich dann ein, zweimal einen freien Tag mehr in der Woche, einfach um das wieder runterzuarbeiten. Aber meistens habe ich eher mehr Geld auf dem Konto. Ist beides nicht schlecht. Und da ich ja jetzt mein letztes Geld für meinen Küchenschrank ausgegeben habe, also mein letztes Erspartes, ja, Geld ist was Schönes. Das nächste, was auf meiner Liste steht, ist ein schöner großer Esszimmertisch und vor allen Dingen ein hoher. Ich habe jetzt so einen kleinen, ey, der, wenn ich sitze, ist der unter meinen Knien zu Ende und das ist so nervig. Ich meine, klar, für den Anfang besser als nichts, aber ich sehne mich nach einem hohen Tisch. Und der kann auch ruhig ein bisschen größer sein, auch wenn mir von der Größe her so reicht. Aber ich will ja auch Freunde einladen und so. Daher.
Und damit ist es getan. Ja, diese, ich sage jetzt mal, Feuersalbe ist nicht wirklich beeindruckt, aber ich dachte mir so, sieht jetzt nicht allzu scheiße aus, bevor du zu viel reinhaust und es dadurch verkackst, lässt du einfach diesen, ja, eigentlich mehr Farbverlauf. Aber ich konnte es mir jetzt nicht kneifen. Da. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber ich habe stark lasiert, also sehr stark wasserverdünnt mit blauem Glitzerfarbe. Das da. Den Blitz nochmal nachgemacht, weil ich solche Spielereien einfach liebe. Aber ja, das war das kleine Bildchen dazu und fühlt euch frei, ein Abo dazulassen, einen Kommentar dazulassen, ein meinetwegen auch Like dazulassen oder einfach auf meinen anderen Social Media Profilen zu gucken. Wenn ihr gerne Bilder seht, aber nicht gerne lest, kann ich Instagram empfehlen. Wenn ihr aber gerne lest und ja, und vor allen Dingen, wenn ihr gerne lest, dann kann ich Facebook empfehlen, weil ich da bei den Character Sheets dann auch immer Romane und so einen Scheiß schreibe. Und manchmal auch bei Illus. Aber ich gebe zu, ich bin auf Instagram aktiver, weil das einfach für mich praktischer ist. Ich bin nun mal immer am Handy. Es ist nun mal meine Kamera. Also Foto machen, da rein. Vor allen Dingen da drin auch bearbeiten, abgespeichert. Gleich mit dem Posten. Total praktisch. Aber ja. Ich hoffe, euch hat dieses P&Q nach langem mal wieder gefallen. Ich glaube, das ist bald schon wieder 2 Monate her, seit ich das letzte hochgeladen habe. Oh boy, die letzten 2 Monate waren echt aufregend. aber ich würde mich jedenfalls, wie gesagt, freuen, wenn ihr einfach noch ein paar oder ein anderes Video gucken könntet oder einfach nur einen Kommentar lasst. Nachdem hier, man hört sich irgendwann wieder, haltet durch, nichts ist perfekt und goodbye. Ich möchte nur einmal kurz anmerken, es ist tagsüber, um genau zu sein, kurz nach 13:34 oder 13:35.
Und ja, so sieht meine Wohnung aus, wenn ich, da ist mein wunderschönes WLAN, Schrägstrich-Router, wenn ich nach Hause komme von Arbeit. Weil ich logischerweise nicht kurz nach Mitternacht meine Jalousien hochziehe, aber stockfinster. Und dann, warum ich mich so sehnlichst auf diesen fucking Schrank freue, ist, da kann ich endlich mal die Scheiße hier, die teilweise noch auf dem Boden ist, oder einfach auch mal eine meiner beiden Arbeitsflächen leer machen und darauf arbeiten können. Kann ich auf der anderen einfach dann die Schüssel mit dem Zeug hinstellen, dann habe ich Platz zu arbeiten. So momentan ist es einfach zum Kotzen. Aber ja, hier in diese Lücke habe ich einen von den Maßen her perfekten Schrank gefunden, der auch fast 2 Meter hoch ist, also sprich, da passt ordentlich was rein. Und ich hoffe, er kommt die Tage an. Es ist so. Ich freue mich einfach, wenn dann einfach dieser fucking Boden leer ist und ich nach hinten laufen kann, um einfach die Kack-Jalousien hochzuziehen, ohne Angst zu haben, dass ich irgendwas umrenne oder hinfalle oder keine Ahnung. Ja, absolut sauber für den Dreh. Ach, leckt mich, ihr wisst alle, wie ein Haushalt funktioniert. Vorstellen, mein Holzwindspiel. Naja, wenn ich wieder was abschneiden würde, würde es sich von alleine drehen. Warte, ich probiere es mal händisch. Oh boy. Sieht lustig aus. Oh, Scheiße. Sieht schlecht aus. Ja, da ist es. Wunderschön, oder? Eigentlich müsste ich das schon aus Prinzip da hängen lassen, weil es wirklich was hat. Aber es ist auch gleichzeitig voll behindert. Okay, keine Ahnung, ich sehe es gleich. Ich schalte das mal zu Ende und entscheide mich dann. Ja, ich muss heute nachher Haare waschen. aber mein Schrank kam an. Was mich gerade irritiert, weil eigentlich stand in der Beschreibung und es wurde auch nochmal von einem anderen Kunden angefragt, dass das Schrank geliefert bekommt. Aber okay, ich muss jetzt anscheinend zusammenholen. Hauptsache, er ist endlich da. Weil zuerst hieß es halt 1 bis 2 Wochen, dann hieß es, dass er Samstag kommt. Dann habe ich Samstag extra jemand herkommen lassen, weil ich halt Samstagabend unterwegs war mal. Sie kam aber nicht. Dann hieß es, jetzt sollte es Mittwoch ankommen und dann habe ich halt gestern genervt im Kundenzentrum angerufen und jetzt kann es an. Aber es war noch trotzdem so. Eigentlich hieß es doch voll montiert. Hauptsache, ich habe es jetzt da. Ja, ich muss dann so oder so jemanden herkommen lassen, um mir beim Tragen zu helfen, weil ist schon schön schwer. Aber das finde ich jetzt nicht schlecht. Die klappte 100 Euro für den Schrank haben sich gelohnt. Denn seht ihr das? Ich habe da freie Arbeitsflächen. Das ist voll schön. Und der Boden ist frei. Oh mein Gott, der Boden ist frei. Ignoriert den Müllsack, den ich morgen mit rausnehme. Scheiß drauf. Aber der Boden ist frei. Irgendwann kaufe ich dann noch einen kleinen Eimer, wo dann hier der Mülleimer hinkommt. Und dann ist alles effizient genutzt. Aber dieses Baby, Alter, wir hatten Flugzeug hier weg. Ich will gerade kurz was filmen. Man sieht nichts. Aber ich höre es deutlich. Okay, leck mich. ich habe ja mit meiner Mutter das aufgebaut und kannst das rein theoretisch einzeln benutzen. Also, dass du den zum Beispiel umdrehst und dann oben offen ist, sodass du hier keine Klappe brauchst, sozusagen, sondern da einteilen kannst. Es ist halt ein Badschrank, den du in verschiedenen Varianten nutzen kannst. Und dann hast du halt, kannst du den auch nochmal einzeln nutzen. Und dann hast du nochmal so ein Überdach sozusagen, wie bei der Arbeitsplatte hier, die ja auch nicht genau ist, sondern so ein bisschen übersteht. Aber es ist so behindert in der Beschreibung erklärt beim Aufbau. Beziehungsweise zum Teil merkst du dann später so, oh, okay, da hätten wir eine Lücke lassen sollen. Und dann darfst du wieder zum Teil die rausmachen. Das wir haben gestern fast 4 Stunden gebraucht, um dieses Ding aufzubauen, Alter. Das war nicht lustig.
Aber dafür habe ich jetzt Platz. Gewürze. Handtücher, das sind hier so Korkdinger für Töpfe halt. Kleine Anti-Rutschdinger für meine Teller unten, weil die in der Schublade sind. Weil der ist nicht festgemacht. Und da sind auch nur leichte Dinger rein. Und ja, dann halt Boxen. Das sind meine zwei Lieblingsboxen. Weil, oi. Und die ist auch noch gelb. Die sind voll süß. Das ist so eine richtige Bento-Box. Da hattest du auch so Plastikwürfel mit dabei und so eine Plastikgabel. Da ist halt vorne so ein kleines Ding. Und dann da aber. Und hier passt halt echt viel rein. Da hast du 4 oder 5 Fächer. Aber halt die Eulen aus, warum die sich leider langsam lösen. Aber ja, sehr schön. Und dann habe ich halt, ja, wenn ich Paniermehl brauche, tue ich es mir halt frisch reiben von altem Brot. Ja, okay, man kann es jetzt nehmen, wie man will. Das bisschen Putzzeug und Brot und Kakao und super süße Eierbecher zusammen im Fach sind, aber scheiß drauf. Und hier habe ich meine Maschinchen. Hier unten gucke ich noch, was ich reinhaue, aber erstmal ist soweit alles drin und ich bin glücklich. Oh mein Gott. das Sushi-Set da war übrigens mit einem Messer. Und zwar. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Fun Fact, ich habe das Sushi-Set nicht so gekauft, sondern es war gratis bei meinem Wasserkocher dabei. Voll geil. Also ich hätte nicht erwartet, dass da ein Messer mit drin ist, weil dieses Sushi-Set habe ich mir erst gekauft, weil es im Unterhalt gesetzt war und da ist kein Messer drin. Und das hat was gekostet und das Sushi-Set war gratis und da war eiskalt ein Messer drin. Alter, voll geil. Egal. Ein bisschen trauriger hinterher, dass ich bei Kaufland nicht zwei von diesen Gewürzkartei-Dingern geholt habe, also noch ein zweites. Ich finde die so cool und die sind genau richtig für mich und meine Wohnung. Aber ich habe nur eins mitgenommen. Aber egal. Meine Küche ist fertig und ich bin so glücklich darüber, dass ich einen freien Boden habe und alles endlich seinen Platz hat, dass ich mir dachte, du knallst es einfach nach einem Zeichenvideo noch mit rein. So als Update. Vielen Dank für diejenigen, die sich das noch gegeben haben. Tüdelü. Ja, es sah halt so ein bisschen behindert aus, dass so viel überstand. Deswegen habe ich es jetzt so beim Faden langsam abgeschnitten. Aber ich weiß nicht, das hat was. Ich weiß, es sieht auch ein bisschen behindert aus, wenn man es logisch hinterfragt. Aber es hat was. Es ist ein Holzwindspiel. Ja, diese Spielerei muss ich mir geben. Ich habe jetzt alles. Oh mein Gott.